und nochmal ultra viel Kohle rausschmeißen für Holz. Eieieiei. Habe ich jetzt um 5 nach angefangen oder um vorher? Ich glaube, ich habe um 5 nach angefangen. Okay, also. Also haben wir zwei Parts, die Ren damit beschäftigt sind. Irgendwas liegt immer im Argen. Es muss Holz für die Mühle besorgt werden. Die Säge könnte einen Schliff vertragen. Eure Augen gefallen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. So, ich kaufe mir jetzt extra viel Haus. Fleißig am Bauen, wie? Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Fleißig am Bauen. Ich lasse euch die Sachen gleich bringen. Gut, ist der Drache wieder weg? Wenn ja, ist gut. Wenn nein, ist irgendwie unpraktisch. Aha, da habe ich's auch. Ja, cool, der Drache hat uns noch irgendwie überflogen. Ich habe den Schatten gesehen auf dem Boden. Wenn ihr nicht gesehen habt, achtet während des Gesprächs mal auf den Boden. Da überflog uns ein Schatten. Einfach zurückzwitschen, nochmal ansehen. Ich habe ja auch nur wie blöde E gedrückt, also ist nicht mal mein Commentary störend. Wenn der Fall tatsächlich jemanden stören sollte. Wenn jemand übrigens nicht mag, auch einfach auf stumm schalten sollte was bringen. Ah, oh, 122 Holz. Wände für den ersten Check, Wände fürs Erdgeschoss. Dachrahmen. Decke! Hier draußen fehlen uns ist Nägel. So hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Und zwar viele Nägel. 1, 2, 3. Gut, sollte reichen an Nägeln. Ja, toll, jetzt habe ich ein Buch. Eigenheim für Einsteiger. Ja, lesen wir auch immer eben durch, gehört mit zum Hausbau. Wenn es euch wie den meisten eurer Zeitgenossen geht, habt ihr bestimmt schon einmal davon geträumt, euer eigenes Land zu besitzen und euer eigenes Haus zu bauen. Aber wo soll man da anfangen? Und wie? Keine Sorge, mit dem Führer haltet ihr alles in Händen, was ihr darüber wissen müsst. Ehe ihr euch verseht, werdet ihr erfüllt und zufrieden von der Veranda eures Herrenhauses auf die wohlbestellten Ländereien blicken. Erste Schritte. Jeder angehende Hausbesitzer benötigt zunächst zwei unerlässliche Dinge. Einen Zeichentisch und eine Zimmerwerkbank. An euren Zeichentisch schmiedet ihr die Pläne für alle Teile eures neuen Hauses. Sollte euch dabei ein Fehler unterlaufen, macht euch deswegen keine Sorge. Planänderungen sind jederzeit möglich und verursachen keine zusätzlichen Kosten. Vergesst jedoch niemals die alte Faustregel. Doppelt gemessen ist besser als einmal falsch gesägt. Cool. Die Zimmerwerkbank benötigt ihr zum eigentlichen Bau eures Hauses. Sobald ihr euch am Zeichentisch auf einen Plan festgelegt habt, könnt ihr an der Werkbank mit dem Hausbau beginnen. Vermeidet dabei den häufigsten Anfängerfehler und fangt nicht mit dem Dach an, wenn das Fundament noch nicht steht. Platz für die Familie. Wenn ihr einen Ehepartner oder Kinder habt, wollt ihr das Haus wahrscheinlich so schnell wie möglich bezugsfertig machen. Euer euch liebender Partner wird zweifellos mit einem Dach über den Kopf und einem Bett für die Nacht zufrieden sein. Doch wie sieht es mit den Kindern aus? Keine Sorge. Alles, was die kleinen Racker brauchen, ist ein Bett und eine Truhe oder eine Kommode, um darin ihre Schätze aufzubewahren. Schon sind sie vollkommen zufrieden. Baumaterialien. Um euer Haus fertigzustellen, werdet ihr eine Menge Baumaterial benötigen. Aber ihr müsst diese nicht schon komplett bei Baubeginn besitzen. Wenn ihr es nicht eilig habt, könnt ihr euer Haus einfach in mehreren Abschnitten bauen, je nach Verfügbarkeit der Baustoffe. Ihr werdet sehen, es macht Spaß, dem Entstehen des Eigenheims vom Traum bis zur Wirklichkeit zuzusehen. Die gebräuchlichsten Baumaterialien, die ihr braucht werdet, sind Holz, Steine und Lehm. Zum Glück gibt es die in Himmelsrand und in ausreichender Menge. Die meisten Baustellen verfügen über eine oder andere Bezugsquellen für Lehm und Steine. Was das Holz angeht, so wird jeder Sägemühlenbesitzer gerne das gewünschte Holz verkaufen und liefern. Ihr werdet außerdem eine Menge Nägel brauchen. Zum Glück kann selbst ein angehender Schmied schon nach kurzer Zeit Eisen mit Leichtigkeit zu Nägeln verarbeiten. Wenn ihr euer fertiggestelltes Haus einrichten möchtet, werdet ihr deutlich mehr Material benötigen, manche davon etwa Stroh und Glas. Könnt ihr normalerweise in Gemischtwarenläden bekommen. Was den Rest angeht,
So wird ganz Himmeltrand zu eurem Einkaufsparadies werden. Einen Vogt anstellen. Wenn euer Anwesen sich prächtig entwickelt hat, möchtet ihr vielleicht einen Vogt einstellen, der euch bei der Verwaltungsarbeit unterstützt. Ein guter Vogt ist von unschätzbarem Wert. Egal, ob es um das Mieten einer Kutsche, das Kaufen einer Kuh oder den Kauf von Baumaterial geht. Und hier könnt ihr währenddessen die Früchte eurer Arbeit genießen. Bevor ihr einen Vogt einstellt, solltet ihr potenzielle Kandidaten in euer Anwesen einladen und überprüfen, ob sie sich für eure Zwecke eignen. Denkt daran, ihr legt euer gesamtes Anwesen in ihre Hände. Daher braucht ihr jemanden, dem ihr blind vertrauen könnt. Dem Bau eures Eigenheimes. Im Rest dieser Fibel findet ihr Musterpläne für mögliche Raumarten. Kleines Haus, bevor ihr euch ehrgeizige Projekte wagt, solltet ihr den Bau eines kleinen Hauses etwas Selbstvertrauen gewinnen. Es ist perfekt, erste Eigenheim und wer weiß, vielleicht braucht ihr ja nichts Größeres. Solltet ihr dennoch weiterbauen, könnt ihr in diesem Gebäude einfach zu einer Eingangshalle für den Rest des Hauses umbauen. Tada! Hauptraum. Ihr habt das Gefühl, dass euer kleines Haus nicht mehr ausreicht. Vielleicht rechnet ihr ja mit Zuwachs für eure Familie. Dann solltet ihr euer kleines Haus durch einen Hauptraum zu einem imposanten Herrenhaus erweitern. Ihr habt dann 2 Etagen mit Platz für 2 zusätzliche kleine Schlafzimmer, ein Hinterzimmer und einen großen Essbereich. Tada! Erweiterung. Nachdem ihr den Hauptraum errichtet habt, sind eure Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Ihr könnt nun 3 zusätzliche Flügel anbauen, wenn ihr deinen Platz immer noch nicht ausreichen sollte. Für jeden Flügel gibt es 3 verschiedene Optionen, also insgesamt 9 Möglichkeiten. Erweiterungen, also insgesamt 9 mögliche Erweiterungen. Vergesst jedoch nicht, dass ihr nur 3 davon bauen könnt, also trefft eure Auswahl mit Bedacht. Westflügel, Schlafzimmer. Die Schlafzimmeroption ist die perfekte Lösung, wenn eure Familie die Schlafmöglichkeiten des Hauptraums nicht bequem genug sind. Die Schlafzimmerflügel bieten ausreichend Platz für eine Luxussuite. 2 Kinderzimmer sowie Kommoden und Schränke im Überfluss. Außerdem umfasst es eine Veranda. Tada! Westflügel, Gewächshaus. In euch schlägt ein Gärtnerherz, dann solltet ihr ein Gewächshaus mit ausreichend Platz für Pflanzengefäße in Erwägung ziehen. Hier könnt ihr geschützt von dem rauen Klima Himmelsrands fast alles anbauen, was euer Herz begehrt. Und eure Feldfrüchte in euren eigenen 4 Wänden begehen und pflegen. Tada, da haben wir den Anblick dafür. Westflügel Verzauberungsturm, Nordflügel Lagerraum, Nordflügel Trophäenzimmer, Nordflügel Alchemielabor, Ostflügel Waffenkammer, das ist definitiv was für mich. Küche könnten wir auch und noch eine Bibliothek. Also ich fände eine Bibliothek und die Waffenkammer ganz cool. Ja, komm, mitnehmen. Kann es nämlich mehr automatisch aktivieren und ich glaube, wir sind auch schon im nächsten Part. Hauptraum, Decke, Haus, da kommt jetzt noch ein Keller rein. Gut, damit können wir hier erstmal nichts mehr machen. Also neu an den Zeichentisch. Ah ja. Hier haben wir die 3 Nordflügel. Alchemielabor, Lagerraum oder Trophäenzimmer. Das hier soll ja meine Schmiedehütte werden. Ne, soweit ich weiß. Und ich wollte ja eigentlich ein Alchemielabor besitzen. Ostflügel, Bibliothek, Küche oder Waffenkammer. Es ist ja meine Schmiede, da wird ja nicht ausgestellt. Wobei, beim Schmieden, da verzaubere ich ja auch, hatte ich zumindest vor. Da wäre eine Waffenkammer eigentlich alles angebracht. Gewächshaus, Schlafzimmer, Verzauberturm. Ja, hier kann ich dann die Haus in Eingangsbereich umstalten. Ja, soll ich einen Eingangsbereich? Also ich bin jetzt gerade überlegen, Eingangsbereich oder das Haus? Ja, ich glaube, ich mache, nein, ich glaube, ich lasse das Haus erstmal Haus momentan und gucke es mir dann einfach mal an gleich. Auf jeden Fall, ich glaube, den Westflügel mache ich zum Verzauberturm. Gut, also das Ding.
Nordflügel. Westflügel habe ich doch jetzt, ne? Ja, Westflügel habe ich eigentlich. Man kann ja nur 3 davon bauen. Ostflügel, Waffenkammer, Küche oder Bibliothek. Momentan bin ich für... Verdammt, das ist schwer. Ich bin jetzt am Überlegen zwischen Waffenkammer und Bibliothek. Ich glaube allerdings, zum Schmieden wäre eine Waffenkammer irgendwie besser geeignet. Im Familienhaus, da kann man eine Bibliothek wunderbar einbauen. Und hier sollte dann ein Alchemielabor hin, damit ich auch einfach meine Alchemie benutzen kann. Okay, damit hätte ich das hier. Damit hätte ich meine Grundrisse wieder fertig. Gucken wir uns einfach mal an, wie es aussehen würde, wenn es gemacht worden ist. Dann wird praktisch hier was ankommen. Und hier hinten, warum ist jetzt eigentlich nur hier einer dieser Baublöcke? Keine Ahnung. Wird vielleicht alles noch kommen, sobald ich mich dann gleich an den Bau begeben habe. Und wir sollten demnächst ja auch einen Vogt einstellen für unsere Hütte. Na okay, dann bräuchten wir jetzt mal hier die Türen und dafür brauchen wir Schloss, Scharnier und Nägel. Ach du heilige Kacke. Wir brauchen 3 Schlösser? Ach du heilige. Okay, nochmal, was brauche ich jetzt erstmal, um anzufangen? Ich brauche Türen. Was ich dafür brauche, sind 3 Schlösser, 6 Scharniere und 6 Nägel. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Nicht gerade eben wenig. Jo, okay, also wir brauchen insgesamt. Da wir das ja auch noch für die nächsten Mal, glaube ich, machen. Okay, ich hole jetzt erstmal noch für das Alchemielabor. 3 Schlösser. 6 Scharniere. 6 Scharniere. 6 Nägel. Nägel und Scharniere kann ich jetzt hier erstmal gleich schmieden, sobald Lydia da fertig ist. Danke. Da was ich brauche ist 6 Scharniere. So, 6. 6 Nägel. So. Was jetzt fehlt, sind die Schlösser und dafür müssen wir einen Orichalkum bauen. Und wie viele habe ich eigentlich noch? Soweit ich weiß, habe ich nämlich keine mehr. Oh doch, ich habe noch welche. So, damit haben wir auch die 3 Schlösser. Demnach haben wir hier alles abgegrast. Gut. Was wir für die Tür brauchen. Was brauchen wir als nächstes? Ja, das Fundament kann ich direkt bauen. Die Stützen kann ich auch direkt bauen. Wände fürs Erdgeschoss kann ich auch noch. Okay. Die Fußböden kriege ich nicht mehr hin. Dafür fehlen mir einmal 4 Bruchsteine und 6, 12, also insgesamt 3 Nägel. Nägel kann ich eben machen, die sollen kein Problem darstellen. Ja, okay, und Nägel sind erledigt. Das einzige Problem, was wir jetzt, glaube ich, haben, ist der Bruchstein. Wobei, hier haben wir Stein. Allerdings nichts zum Brechen. Doch, hier unten. Ne, hier haben wir eine Eisenerzader. Gut, dass hier meine Haushütte ist. Gut, allerdings suche ich gerade irgendwie immer noch Bruchstein. Irgendwo hier müssen wir noch Bruchsteine abbauen und ich habe auch gerade keine Pickaxe. Das ist keine Spitzhacke, die ist unpraktisch. Na toll. Hier sieht es auf jeden Fall wieder ein bisschen besser aus nach für Bruchstein, allerdings kann ich hier nicht. Doch, hier haben wir eine Lehmgrube. Okay, an Lehm komme ich auf jeden Fall hier ran. Ah ja, hier ist ja meine gebaute Schmiedeplätzchen. In der frischen Natur, so wie es sich gehört. Allerdings habe ich ja auch nichts für Bruchstein, sehe ich, glaube ich, gerade. Doch, hier, Steinbruch. Spitzhacke. Und auf in den Steinbruch. Dann bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Stein ab und genießen den ganzen Spaß. Ne, dann kann ich ein bisschen was trinken. Und was habt ihr so die letzten Tage gemacht? Ja,
genießen wir mal eben hier die Arbeiten. Gut, dass ich mir was Leichtes angezogen habe, also was wenig Gewicht hat und dass ich den ganzen Rest weggelegt habe, vorläufig. Weil ich möchte nicht wissen, wie überladen wir wären, wenn ich das Ganze jetzt mit Rüstung und dergleichen machen würde. Ich mache dahinter auch so ein Zeichen. Also Klammer und das Slash-Symbol, damit ihr wisst, wie viele Special-Hausbau-Parts es gibt. Weil ich mache die auch wieder mit Cuts, so wie das normale Skyrim-Let's Play. Wird auch unter dem normalen Skyrim-Let's Play hochgeladen, einfach nur zwischendrin als Bonus halt eben. Damit wir hier auch mal ein Haus fertig kriegen. Dann brauche ich auch mal ein bisschen Abwechslung im ganzen Geschehen. Und wenn ich immer noch auf Missionen gehe, Gold sammel und dergleichen, das hat man irgendwann einfach alles abgegrast. Und irgendwann wird es langweilig, deswegen, um ein bisschen Schwung in die Bude reinzukriegen, hier eine Runde Hausbau. Mit meinem Acer Notebook, ist kein Laptop, ist ein Notebook. Süß. Entschuldigung. Etwas ganz Süßes kann ich, hole mal eben meinen Zollstock und gucken nach, wie groß es ist. Einfach nur, damit wir etwas erleben, während wir hier den Bruchstein abschlagen. Krasse Mine. Na, schon mal kaum was hätte. Persönlich frage ich mich auch gerade, ob die Mine irgendwann erschöpft ist. Also in der Breite ist er gerade mal, wenn man ihn genau an der Kante anhält, 26 und in der Höhe mit komischen Klappscharnier ist er 20. Also 26 mal 20 cm, also ist nicht groß das Ding. Ist wirklich nicht groß, okay. Reicht mir jetzt? Mal gucken, ob das wirklich reicht. Ob ich uns lang genug unterhalten habe. Gucken wir mal nach. Jo, und wie das gereicht hat. Gut. Soweit ist fertig. Das Alchemielabor ist eigentlich sollte angeblich aufgebaut sein. Gucken wir uns einfach mal von außen an. Und es ist ein Turm. Finde ich persönlich ganz schick. Also hat sich gelohnt. Dass wir hier die Pfeile irgendwie am Rücken immer noch kleben haben, finde ich persönlich ganz komisch. Aber naja. Ja, okay, wir können hier gerade nichts hämmern, weil wir nichts zu hämmern haben. Wofür habe ich jetzt entschlossen? Ach ja, die Waffenkammer. Man kann die wirklich erst nacheinander bauen, deswegen mache ich jetzt Ostflügel Waffenkammer. Ja. Gut, Haus. Dafür brauchen wir wieder eine Tür, dafür brauchen wir wieder Scharniere, Nägel und Schloss. So. Na, also mache ich mir jetzt erstmal Unmengen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scheiße, für die Schlösser brauchen wir auch Eisenbarren. Ich habe keine Eisen mehr. Was tun, was nun? Wir haben ja glücklicherweise vorhin bei meiner Erkundungstour entdeckt, dass ich eine Eisenerzader habe. Und ich habe mir glücklicherweise auch schon meine Schmelzhütte gebaut. Also wir können uns hier eben alles, was wir brauchen, selbst zusammenschustern. Gut, dass das hier meine Schmiedehütte ist und dass ich hier eine Eisenerzader habe und dergleichen. Ah, verdammt, die Mine ist jetzt schon erschöpft. So viel hat sie jetzt nicht hergegeben. Und jetzt sehen wir ihn richtig gut, den Todesstern. Oh, schön. Also für alle diejenigen, die den Hausbau mitverfolgen. Yay, Todesstern. So, und hier kommt der ganze Spaß ja hin. Und das dann später, also das Inneneinrichten, das machen wir später. Weil jetzt kommt es mir erstmal wirklich drauf an, groß hier das Äußere fertig gemacht zu haben, also die Gebäude fertig angebaut zu haben. Der ganze Rest, der kommt wirklich später. Das mache ich dann irgendein anderes Mal, so zwischendurch mal so, aber... Ah ja, muss ich alles erst noch schmieden. Die Schlösser. Nicht Schmuck, sondern Baumaterialien. Boah, also wir verlieren hier echt so viel an Eisen und Gold und was hat der Teufel. Ich habe die Eisenbeschläge vergessen. Ich brauche Eisenbeschläge und habe kein Eisen mehr. Und meine Eisenerzade, die ich hier gefunden habe, gibt auch nichts mehr her.
Scheiße. Ah ne, und den habe ich ja leer gekauft, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, wo haben wir noch einen guten Schmied, dem ich auch vertraue? Ein Schmied meines Vertrauens. Die Orks. Ein Ork kauft bei den Orks Sachen zum Schmieden. Also für den Hausbau. Es ist ja auch lustig. Hoffentlich haben die Eisen. Ja, da guckt der Riese auch schon blöd. Na gut, ich wollte eigentlich nur bis halb zwei. Jetzt mache ich bis zwei. Ich glaube, wir brauchen nämlich drei Parts hier groß zum Grundbau. Ja gut, er beschlägt. Da haben wir den Big Boss. Da haben wir den Schmieder. Eines Tages, ich helfe denn. Eines Tages muss ich mit meinem Bruder Nagrub um die Häuptlingsehre kämpfen. Sucht ihr nach Arbeit? Werft einen Blick darauf. Gut, die hat echt was zu verkaufen. Oh, bitte. Oh, cool. Nee, die brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Oh, eben Erzbarren. Ich persönlich habe zumindest rausgefunden, dass eben Erzbarren also gut so verflucht selten sind, dass ich da jetzt so heftig zuschlage. Weil davon kann ich mir auch meine Sprengpfeile machen. Wenn ich von meinen Sprengpfeilen irgendwann wirklich eine Masse habe, nehme ich mir davon auch ein paar mit und werde damit dann auch gegen stärkere Gegner kämpfen, weil die Pfeile machen immensen Schaden und bringen wirklich was. Daher ist es mir auch wichtig, dass ich die so in Ehren halte. Ich muss daraus erst noch die Scharniere machen. Also die Eisenbeschläge. Keine Ahnung, wie viel ich davon jetzt brauche. Ich mache einfach mal ein paar Vorrat. Genauso wie ich mir hiervon jetzt ein paar auf Vorrat mache. Und ein paar Schlösser auf Vorrat. Nochmal ein paar Eisenschläge. Dann nochmal ein paar Nägel. Oh Gott, ich habe wieder keine Eisenbarren mehr. Hoffentlich brauchen wir nicht solche Eisenbarren, gewöhnliche, zum Bauen. Weil sonst gehen mir nämlich auch meine Pläne aus, woher ich die nehmen soll. Da haben wir Fundament, Fußboden, Wandstützen, Decke, Wände. Fertig? Er ging ja schnell. Ausnahmsweise hatte ich mal alles falsche Seite parat. Scheint mir. Jo, hier. Jetzt können wir hier auch auf unsere Terrasse. Die hoffentlich auch irgendwann anrichten. Da können wir hier rein. Ich guck mal eben drin nach. Einfach nur mal so rein aus Neugier. Jo, hier haben wir dann die obere Etage. Die anderen haben wir hinten. Dann kommen wir hinten in das Alchemielabor. Dann haben wir hier eine Treppe nach unten. Dann haben wir unten die Türen zum Betreten der Waffenkammer. Da haben wir hier den Keller. Gut. Und dann geht es hier auch noch weiter. Ey, super. Also es wird. Langsam wird es. Es ist ja richtig fantastisch. Bitte. Und ich glaube, das lasse ich hier wirklich so als kleines Hüttchen. So die Wohnhütte. Und dahinter dann dieses riesige Lager. Also baue ich mir da auch noch später ein Bett rein. So die Wohnhütte mit Bett. Und wieder ans Zeichentischlein. So, jetzt haben wir hier noch die Westflügelerweiterungen. Verzauberturm, Schlafzimmer oder Gewächshaus. Ja, ich bin fürs Verzaubern, deswegen. Verzauberturm. Lagern kann man drin da ja sicherlich auch noch gut. Brauchen wir erstmal wieder eine Tür, Fundament, Fußboden, Hauptstütze, Stütze, Wand, Wand, Decke, Spitze. Fertig. Errungenschaft, Architekt. Gut, haben wir auch noch eine Errungenschaft erreicht. Und haben wir sogar noch ein zweites Türmchen. Irgendwie komisch, hier habe ich so eine Terrasse und die beiden anderen Stellen sind ein Turm. Aber man muss sagen, das hat doch schon irgendwie ein bisschen Stil hier mit diesen beiden Türmen und dann der eine Eingang da noch an der Seite. Also das Haus ist von außen fertig. Wir haben es geschafft, unser Haus ist offiziell fertig gebaut. Wir haben jetzt offiziell ein Haus komplett aufgebaut. Und das tatsächlich innerhalb von zwei Parts. Grob gesehen von zwei Parts. So, dann gucke ich noch eben nach, ob ich mir tatsächlich schon mal mein Bett bauen kann, weil ich mir das hier doch jetzt wohnlich einrichte hier vorne. Also der vordere Teil, den mache ich mir jetzt wirklich zu einem Wohnhaus.
Da steht ja auch absolut alles drin. Doppelbett. Wandhalterungen. Und Wandhalterungen. Eine Feuerstelle brauche ich jetzt nicht gerade. Was brauchen wir hier für Nägel? Okay, dann schmiede ich mir gleich nochmal welche. Aber jetzt mal ernsthaft. Ist doch stylisch, ne? Also das muss ich jetzt persönlich loswerden. Ich finde hier zum Wohnen richtig stylisch. Ich frage mich nur, wo wir das Tischlein... Ich glaube, das Tischlein kommt dann hier hin. Und da kann man dann gemeinsam auch was Nettes verspeisen. Dann tun wir einfach mal so, als ob wir ein Leben hätten in Skyrim. Ne? Dann... Wir tun einfach wirklich mal so. Okay, dann schmiege ich mir noch eben ein paar Nägel. Dann fällt mir auf, ich habe keine Eisenbarren. Verfluchte Scheiße, ich brauche Nägel. Null. Kann ich irgendwie noch an Eisen rein? Kann ich mir noch was zusammenschmelzen, oder? Okay, ich durchsuche jetzt mal eben im Haus jede Truhe, jede Kiste, ob das Spiel so spendabel war und uns noch was zurückgelassen hat. Wir haben ja auch Teller und so bekommen. Ach ja, den ganzen Schund muss ich eigentlich noch verkaufen, ne? Ist leer, ist leer, ist leer. Die Werkbank, die kommt noch nicht weg wegen des Dingenskirchens. Ja, und hier ist eigentlich auch alles leer. Ne, die Truhe, da ist was drin. Ah ja, hier ist ja meine gesamte Rüstung. Hier ist ja meine Rüstung. Also wirklich nur das, was hier ist, leer. Den Krug, den können wir noch mitnehmen. Das ist leer, verdammt. Öffnen. Ah ja, hier ist der Turm. Wo es eventuell auch noch besser wäre, wenn ich mir dann eine Treppe nach oben baue. Ah ja, hier ist ja nur bisher die Fassade fertig von außen. Ach, Kacke. Haben wir vielleicht im Keller was Ordentliches? Guck ich mir mal den Keller eben an. Geile Wand hier. Ernsthaft, geile Wand. Vielleicht kann man das hier drin ja auch nochmal ausbauen. Ich guck mal eben nach. Zimmerwerkbank. Behältnisse. Okay, hier können wir also eine ganze Menge bauen. Waffenhalter, hier Rüstungshalter. Waffenständer. Also definitiv. Hier unten können wir auch noch mal was machen zum Schmieden. Kinderübungspuppe. Oder hier unten können wir uns auch noch was zum Schmieden bauen. Okay, also kann man hier unten auch noch mal schmieden. Gut zu wissen. Also man darf echt im gesamten Haus noch mal komplett was einrichten. Okay, was könnten wir hier einrichten? Ich möchte einfach nur eben Bescheid wissen. Ja, Behältnisse. Außenbereich, ein Stuhl, sonstiges. Ja, der erkannte Verzauberer. Ich sehe hier auch ein Verzauberungsort, Regale. Ah, hier können wir auch wieder die Waffen platzieren zum Verzaubern. Gut zu wissen. Sorry, Serena. Hier. Ja, können wir auch wieder einiges an Behältnissen. Ist ja auch eine Waffenkammer. Mit Schrank, also da kriegen wir auch noch einen Schrank dazu. Das ist ja also... Und ich möchte, bevor ich also hier wirklich auch sage, wir sind fertig. Ja, ich glaube, die Teile hier, diese Köpfe, die lasse ich weg. Mhm, ja, die lasse ich definitiv weg. Also dann gucken wir einfach nochmal hier, weil die Lampenschneider, die hier vielleicht, den hier weniger... Ja, also ich baue mir dann hier auch, versuche hier auch wirklich alles immer, was es gibt, einzubauen. Also wirklich die Bude komplett vollstellen. Okay, und jetzt ist es eigentlich so, dass wir hier nichts mehr machen können. Bautechnisch. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Das heißt, dann mache ich ja auch Raum für Raum. Also ich mache erst den vorderen Raum, dann den nächsten, dann den nächsten. Allerdings bräuchten wir dafür Eisen und daher gibt es jetzt momentan erstmal kein großes Rankommen. Vielleicht, weil ich es auch falsch gehandhabt habe. Höchstwahrscheinlich, weil ich es falsch gehandhabt habe. Ja. Dann hole ich mir eben noch Feuersalze. Dann spiele ich mir noch mal ein paar Explosionspfeile. Und dann geht's wieder daran, wieder uns ans alte Leben zu schließen. Und dann höre ich doch schon nach zwei Parts auf.
Wobei, ich glaube, beide haben Überlänge. Etwas mehr. Aber ist ja egal. Gut. In meinem eigenen Heim. Und wir haben vorhin tatsächlich noch den Todesstern gesehen. Ich finde den ja so cool. Und vor allem auch bei dem Licht. Ein Todesstern beim richtigen Licht zu sehen ist selten, der zweite Mond immer so komisch kreist. Offiziell, okay, Feuersalz, also F. ABCDE. Da haben wir Fallraum, da haben wir Feuersalz. Wir haben gerade 5 Feuersalz? Ach, meine Güte. Wir brauchen Feuersalze. Viele, okay, dann gehe ich noch eben zu dem Magier, den wir hier haben. Der wohnt, soweit ich weiß. Der hat da oben, soweit ich weiß, ein Verkaufsplätzchen. Nahe vom Belitor. Ach, Kacke. Ach, ist AM. Okay, dann können wir eben warten. Müsste offen sein. Ja, okay, das Kupferkessel ist. Oh, bitte lass Feuersalze verkaufen. Und dann halt wirklich innerhalb. Seht euch nur gründlich der nächsten. Ich bin mir sicher, ihr findet. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Angehender, aber ja. Ja, toll, ja, ein Feuersalz. Wenn ihr ein Heilmittel braucht. Und da findet ihr auch noch ein Vermögen. Oh Gott. Also, ernsthaft, wir müssen danach wieder sparen. Ich habe bis jetzt gebraucht, um 22.000 zu kriegen und jetzt bin ich schon wieder pleite. Ernsthaft, das ist doch nicht normal. Komm. Schmiede. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Sonstiges. Cape. Supersonic Explosion Arrows. Wir brauchen 2 Feuersalze und 2 Ebenerzbarren für gerade mal 50 Pfeile. Hier draußen. Ja, okay, ist es dann so hell. Sind wir fertig. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Da können wir nichts machen. Ich gucke eben nach, ob wir überhaupt was machen können. Holz. Nein. Pelz. Nein. Eisen. Nein. Beschlagen. Nö. Kaiserlich. Nö. Stahl? Nö. Jeder? Nö. Ork? Nö. Schmuck? Nö. Baumaterial? Nö. Sonstiges. Wir können uns Capes machen, weil ich nicht sehe, was wir dafür brauchen. Weil er es so perfekt rübergelegt hat. Ja, okay, und dann heißt es jetzt den ganzen Kram wieder ablegen. Die Rüstung holen. Und dann können wir offiziell wieder mit dem normalen Spiel beginnen. Weiß ja nicht, ob ich nochmal was zu futtern geklaut habe aus der alten Hütte. Ja, habe ich. Ich habe hier wieder Supersonic Explosion Pfeile. Ja, sollte ich was an der Waffen gewertet werden. Nochmal reingucken. 200 Pfeile. Oh, göttlich. So, ich suche einen Schrank. Können wir auch erstmal wieder unsere Bekleidung ablegen. Weil die brauchen wir nicht mehr. Habe ich Tränke? Nö. Was habe ich denn eigentlich? Bücher, Bekleidung, Waffen. Bekleidung kann ich nicht. Waffen kann ich allerdings. Okay. Und Bücher. Gucke ich auch einfach mal nach. Ja. Gut, Bücher. Ja, okay, die Teile, die Seiten gehen auch nicht weg. Also, ich bin wirklich dafür, dass wir demnächst auch nochmal runter in diese Seelenhölle da gehen. Wegen dieser verfluchten... Naja, deswegen habe ich ja sonstiges. Wegen dieser verfluchten Seiten, die ich gerne einfach finden möchte, damit die endlich mal abgelegt werden können. Anpassungsbruchstein, Bärenpelz, Korundumbarren, Bärenplatte, Ebenerzbarren, Eisenbeschläge, Flöte. Glas, ich glaube, Glas räume ich hier mit rein. Golderz, Granatstein gehört ja auch nicht mit rein. Seelenstein gehört da nicht mit rein. Höhlenbärenpelz, Lederstreifen. Ey. Lehm. Das gehört da mit rein. Nägel. Heuchalkum, Pferde, Quecksilber. Klauen nicht. Nein, Scharniere. Schlösser, Stahl. Stroh, Säbelzahn, veredelt, Wolfspelz, Ziegenfell, Ziegenhorn und zwergisch Metallbarren. Gut. So,
soweit, so gut. Ich lege einfach mal, dreist wie ich bin, einfach mal wirklich alle Seelensteine wieder ab. Granatsteine habe ich noch einen großen Seelensteine. Da habe ich noch ein paar mächtige. Gut, der Rest ist irgendwie Gerümpel. Lydia, lass mich mal durch. Lydia. Ehre sei mit euch, mein Tag. Genau, Lydia, du hältst die Klappe. Serena, du stehst im Weg. Erstmal die falsche anschnauzen. Ja, so macht man es. Blöte braucht man nicht. Granatstein braucht man nicht. Krug brauchen wir nicht. Papierklaue Schale. Ja, die Steine werde ich auch nicht los. Ah ja, guck mal, wir haben noch 4000 Gold und angefangen habe ich mit der ganzen Häuseraktion. Ich glaube mit 26.000 oder so. Und 211 Dietriche. Gut. Okay. Ich glaube, ihr seht das Flackern jetzt unten an der Seite auch. Was da jetzt vor allen Dingen kräftig zu sehen ist. Das ist mein glückliches und stolzes Antivir, was ich besitze. Ich hasse es, wenn es wieder mal eine Meldung gibt von wegen Update fehlgeschlagen oder hey du, wir brauchen Werbung und da musst du jetzt unbedingt mitmachen. Aktionen, das kotzt an. Vor allen Dingen, wenn das jetzt gerade so im Bild stört. Tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass Antivir einfach wieder rumspackt und voll für den Arsch ist. Ich hasse Antivir. Na, es ist eigentlich ganz praktisch. Ab und zu hilft es wirklich bei Scans und, aber jetzt gerade stört es. So, erstmal alles nehmen. Ah, da kommt sogar Serena an. Okay, Waffen. Die sind alle noch unter den Favoriten. Stahlbolzen, Streitkolben. Ja, Eisenpfeile sind ausgerüstet. Gut, Bekleidung. Angezogen wird, steigert Ausdauer. Cape, Ebenerzstiefel. Schlossknacken sind um. Ja, die Maske, der Schild, den trage ich ja nicht. Und du. So, jetzt bin ich angezogen. Okay, allerdings muss ich neu belegen. Armbrust ist 4. Hat keine Schnellheilung. Orkischer Schild ist 3. 1, 2. 2, 1, 3, 2, 5, 3, 2. Gut, und hier sage ich dann auf Wiedersehen, denn das war Skyrim, der Häuserbau. Das Haus ist ja gebaut, das Innenleben wird dann irgendwann mal gemacht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich sage dann hier auf Wiedersehen und Herrgott, ist das cool geworden, das Haus. Also ich sage, ciao, ciao, euer Feldo.